Fertig! Der König kann kommen. Er kann gleich kommen. Wir haben unsere Sache geschafft. Das freut mich ganz ausnehmend. Auf das allesamt zugegriffen haben, so viel ihrer sind. Die Männer, die Frauen und gar die lieben Kindelein. Die Gauner von Krautingen, die haben's nicht mit uns aufnehmen können. Was die alles vergessen haben, Haare, Zahnstumpfen, den ganzen Mist haben's hinten liegen lassen. Vox clamantis in deserto, arate vias domini, et irunt brava indirecta, et aspera in vias planas. Es ist wahr, ihr habt brav gearbeitet. Seid beglückwünscht, ihr lieben Leute. Das ist wie die Straße am frohen Leichnamstage. Und wer, ihr Herren, sind diese beiden anmutigen und verehrungswürdigen Gestalten? Sind sie nicht fein? Um Vinzenz, der alte Saufbold, hat sie zum Recht gerichtet. Er sagt, es sei der Sultan von Ägypten. Und seine Frau, ach wie schön. Meiner Seel, ich dachte beinahe, es wären die Riesen Gog und Magog. Es sind die beiden Engel von Rotenstein. Die wollen ihre König Lichterloh grüßen, wenn er vorbeikommt. Horcht! Horcht! Oh nein, das ist er noch lang nicht. Er kommt nicht vor Mitternacht. Er hat in Kitzau zu Abend gegessen. Hast du zu essen, Peterle? Ich habe nur noch ein Stück Brot und das ist schon ganz hart gefroren. Keine Angst nicht. Ein Viertel Schwein steckt im Kessel und das erlegte Reh. Und da sind Äpfel und ein Fässchen Pfälzerwein. Das nenne ich mir ein Weihnachtsfest. Weihnacht, tralala, Weihnacht, tralala, ja, die schöne Weihnacht ist da. Der Stammert friert, der Stammert friert. Morgen früh wird der König in Speyer sein. Die zwei Glocken des Münsters, Berthold und Bertha, stimmen das Gloria um Mitternacht an. Und bis zum hohen Einzug der Fürsten soll ihr Bimbam, Bimbam nicht enden. Ziehen ihm entgegen, der Erzbischof im Goldornat. Alle Erden, Ehre sei Gott in der Höhe. Der König wird vom Pferde steigen, auf einem Esel in die Stadt einreiten, gleich wie der Heiland. Warum seid ihr nicht in Speyer geblieben? Meister Peter von Ulm hat mich hergeschickt. Ich soll Sand holen. Was? Hat er jetzt keine anderen Sorgen? Er sagt, die Zeit ist kurz. Wie kann er sie besser anwenden, als wenn er diesen Weg hier baut, wie wir anderen? Er sagt, sein Geschäft ist nicht, Wege für den König zu bereiten, sondern ein Haus für Gott. Nicht mal mit seinem Münster kommt er zustande. Schon ein Jahrzehnt werkelt er daran herum. Alles steinerne steht. Nur die Turmspitze soll noch weiter wachsen bis in den Himmel hinein.
Die ganze Arbeit ruht. Der Meister müht sich an den Fenstern. Drum schickt er mich her um Sand. Denn er will, dass das Münster von Speyer leuchte wie das Morgenrot am Tage der ewigen Hochzeit. Es heißt, Peter von Ulm sei aussätzig? Das ist erlogen. Im letzten Sommer sah ich ihn ganz nackt im Main vor Würzburg baden. Ich kann es bezeugen. Sein Fleisch ist so rein wie das eines Kindes. Immerhin seltsam. Warum hielt er sich so lange verborgen? Lügenwerk! Ihr braucht euch nicht zu erregen, junger Mann. Es gilt gleich, ob er an seinem Leibe krank ist. Wirkt er doch nicht mit seinem Leibe. Wirf ein Scheit Holz ins Feuer, Peterle. Es fängt schon wieder an zu schneien. Was sind wir? Gelobt sei Jesus Christus. Amen. Ist hier bei euch die Siedlung von Aachen? Wo die Aussätzige wohnt? Ja. Nicht eben bei uns, aber ganz in der Nähe. Ihr wollt wohl die Aussätzige sehen? Ja. Man kann sie leider nicht sehen. Sie trägt immer einen Schleier vorm Gesicht. Genau nach der Vorschrift. Und nach einer vernünftigen Vorschrift. Ich zum Beispiel hätte gar keine Lust, sie anzuschauen. Ist sie? Geschlagene 8 Jahre lang. Und wie gerne möchten wir sie los sein. Hat sie einem von euch ein Leid getan? Das nicht. Aber es ist doch verdrießlich, dergleichen Ungeziefer in der Nähe zu haben. Und dann fällt sie der Gemeinde zur Last. Richtig. Wir haben ihr 3 Tage nicht zu essen gebracht. Scheint, ihr habt ein Kind im Arm. Bei so einer Kälte schleppt man doch die Bäger nicht draußen herum. Und noch dazu in der Nacht. Ihm ist nicht kalt. Da ist sie schon. Sie holt sich ihr Essen. Schrecklich, dass man so ein Gezücht auch noch aufpäppeln muss. Wirf ihr was zu essen hin, aber lass das Aas nicht heran. Im Handumdrehen könnt's einen anstecken. Nur kein Fleisch, Peter. Denn nur wer lange fastet, lebt auch lange. Schmeiß ihr ein Trumm Brot hin. Es ist zwar wie ein Eisklumpen, aber gut genug für sie. Hoppla, du Nachtgesicht, hoppla, Kaprinchen, hör, hör nicht du, noch etwas, noch etwas. Ihr dort, Frau. He!
geht ihr? Was habt ihr vor?